Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On The Road. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe für den Koffer-LKW hier noch schon mal einen Anhänger gekauft, einen Tandem-Anhänger, weil ich ja die Problematik habe, ich muss ja immer zu den LKWs fahren, deswegen musste ich da jetzt mal gucken, wie ich das mache. Und habe da jetzt erstmal schon mal einen Anhänger geholt, habe den jetzt schon mal hier hingestellt, dann können wir jetzt nämlich einen Fahrer zuweisen. Ich muss hier da erstmal meine Karte reinstopfen und hier auf Fahrzeug drücken. Dann fahren wir nämlich jetzt mal mit unserem LKW. Ich fahre sonst gar nicht. Mal rüber zu dem Truck Service. Holen uns da noch einen LKW und einen Anhänger. Und schauen mal, dass wir hier dann noch mal Fahrer zuweisen. Ich habe gerade überlegt, was ich mir holen soll, ob ich mir einen MAN oder einen Scania hole. Ich glaube, ich bleibe trotz des Grafikbugs hier im Spiegel beim Scania, weil der Scania gefällt mir einfach besser irgendwie vom Sound her einmal und irgendwie vom Durchzug. Deswegen werde ich wohl oder übel bei dem Fahrzeug bleiben. Es gab auch ein neues Infovideo zu On The Road seitens Aerosoft. Aber ich sag ganz ehrlich, irgendwie, ja, jetzt Neues zum Patch 1.06 ist da jetzt meiner Meinung nach nicht bei rumgekommen. Es wurde halt nochmal dieser Lackierungseditor gezeigt. Und das war's eigentlich. Also scheint das wohl irgendwo das Einzige zu sein, was dann im nächsten Patch mit dabei sein wird. Wir lassen uns mal überraschen. Schauen wir mal. Wann der Patch kommt, ist immer noch nicht bekannt gegeben worden irgendwie. Gehen wir mal davon aus, dass es diesen Sonntag nicht der Fall sein wird, weil es ja wieder Feiertag. Morgen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass der nicht kommt. Aber gut, wir werden uns überraschen lassen. Schauen wir mal. Mehr können wir eh nicht machen, außer warten. Ne? Was soll's? So, und ja, alles das, was jetzt in dem neuen Infovideo gezeigt wurde, ja gut, wurde auch schon mal in dem davorigen Video angeteasert und ein bisschen gezeigt. War jetzt für mich persönlich jetzt nicht wirklich was Gravierendes Neues irgendwie. Ich bin froh, dass man die LKWs dann irgendwann mal selber lackieren kann. Dass es da ein paar Variationen gibt. Ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Aber gut, warten wir jetzt auch schon länger drauf und wird ja jetzt schon länger dran gearbeitet. Schauen wir mal, wann wir da unser Vergnügen dran haben werden. So, wir werden uns jetzt erstmal hier einen neuen Anhänger sneaken. So viel steht fest. Vielmehr auch einen neuen LKW, weil der Anhänger soll jetzt hier nicht stehen bleiben. Kohle müsste eigentlich reichen. So, schauen wir mal, dass wir den hier ordentlich hier reingestellt kriegen. Erstmal. Ja, es sollte gehen. So. Moment. Ah, nee, halt. Kann man drehen, bitte. Und dann fahren wir den mal kurz hier ordentlich an den Rand. Dass das hier auch alles ordentlich aussieht. Ne? Muss ja richtig gut sein. So. Gut, ordentlich ist was anderes, aber hey. So. Ja, komm, fahr ein Stück vor. Ja, so kann man stehen lassen, denke ich mal. Perfekt. Einmal raus. Dann einmal das Stützfüßchen runter. Zack. Und einmal schauen, dass wir jetzt hier irgendwo wieder den abkoppeln können, was schon wieder eine Kunst ist.
Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss hier dieser Punkt sein. Ah, oh, ey, kriege ich doch ein Hörnchen, ey. Wo kann ich den denn hier abkoppeln? Hallo? Ist das jetzt? Er will's nicht. Er will's einfach nicht. Er will es nicht mal. Ach, wisst ihr was? Ich scheiß einfach drauf. Kilometer, die machen wir ja so oder so nicht, ne? Also von daher. Anhänger am besten stimmt. Ja, ja, halt's mal. Motor aus. Zack. Füßchen wieder hoch. Dann kriegt halt der neue Fahrer den LKW. Und ich kaufe mir einfach einen neuen. So einfach ist das. So. Zack. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier, Angestellte. Da holen wir jetzt erstmal hier irgend so einen Hansel ran. Wen nehmen wir denn? Horst? Nö. Keine Ahnung. Wen nehmen wir denn? Befristeter Vertrag. Das weiß ich auch noch immer noch nicht, ne? Mit diesen befristeten Verträgen, das funktioniert irgendwie immer noch nicht. Keine Ahnung. So, den stelle ich jetzt hier mal ein. Also ich weiß nicht, was da befristet ist oder nicht, die fahren ja trotzdem immer wieder. So, pass auf, dem geben wir jetzt halt, ne, Moment, Fahrzeuge, Kofferaufbau, der hier und jetzt Fahrer zuweisen, zack, den Hansel auswählen, rein damit. So, dann kann der nämlich schon mal fahren. Und dann, Moment, ey, zack, hier, Janik, du fährst, ja, keine Ahnung, fahr hier mal zu dem Logistikzentrum hier. So, wo geht's denn für dich hin? 13.000 München, nehmen wir, lad ein, rein damit. So, kannst du hier nochmal... haben wir hier Norbert München? München, München, München. Natürlich nicht, wer hätte das gedacht? Doch hier, da, die kannst du auch noch mitnehmen. Zack, rein damit. So. Kriegt der erstmal ein bisschen Ware. Dass der schon mal fahren kann. Dann ist der nämlich schon mal versorgt. Dann können wir uns hier um andere Sachen kümmern. Hier auch nochmal München. Ja, nimm. Dankeschön. Rein damit. Und rauf damit. Zack. So. 43%. Ja, komm. Wenn wir noch einen finden, dann nehmen wir den noch mit. Warum nicht? Da, 8000, ist egal, nehmen wir mit. Zack. Und beladen. Rein damit. Zack. Zack. Je mehr man hier macht, ne, desto ruckeliger wird das auch wieder. Aber es geht noch, es hält sich noch in Grenzen. So, alles klar. Dann haben wir einen neuen verfügbaren Slot. Wir haben 218.000. Will ich einen Kofferaufbau fahren oder will ich eigentlich lieber... Ne, ich will eigentlich Zugmaschine fahren. Scania 120.000. Ja, nehmen wir. Können wir machen. Kaufen wir. Die bitte nach Duisburg liefern. Ja, danke schön. Und dann brauchen wir noch einen Anhänger. Koffersattel. Genau. Warte mal, ist es der? Ja. Den nehmen wir. 30.000. Können wir uns auch noch leisten. Perfekt. Kaufen. Auch nach Duisburg bitte. Dann können wir nämlich auch von hier aus direkt starten. Zack.
Sehr schön. So, Moment. Dann. Einmal raus. Holen wir uns einen neuen LKW. Müssen wir sowieso noch tanken. Und wie gesagt, mir ist das jetzt wurscht, weil ich krieg den anderen nicht abgekoppelt. Das ist auch irgendwie so ein bisschen Strugglei. Was willst du machen, ne? Ist halt so. Also, starten. Kraftstoffvorrat niedrig. Ich weiß. Quatsch. So, einmal vorfahren. Okay, das war vielleicht jetzt nicht ganz so clever, so zu fahren, aber ist egal. Kriegen wir auch trotzdem dran. Ja, so. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, einmal raus. Dann einmal ankoppeln hier. Diese Koppelei, ne? Das ist doch nicht wahr. Wie kann man den ankoppeln? Ich krieg den nicht angekuppelt, ne? Er will es aber auch nicht. Ja, die liegt er jetzt schon drauf. Ganz großes Kino. Das funktioniert wiederum gar nicht. Ja, ey, es ist so nervig, ne? Es ist echt so ätzend, ey. Warum? Wo ist das Scheißproblem hier, den Anhänger jetzt hier anzukuppeln? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ein Stück näher ran, was auch irgendwie nicht sinnvoll ist, aber hey. Er will es einfach nicht. Er will nicht ankuppeln. Ich habe keinen Dunst. Ich da rast ich aus. Ey. Ehrlich, das kann doch nicht so schwer sein. Das kann auch nicht so fucking schwer sein. Oh, scheiß Navi aus. Ey. Interessiert mich gar nicht. Und das Gepiepe bitte. Hör mal auf, rückwärts zu fahren! Mann! Boah, Alter, der ist hier ständig am Speichern, aber ankuppeln kann er nicht, oder was? Alter, es muss doch irgendwie möglich sein, diesen scheiß Anhänger hier anzukuppeln. Krieg ich einen Riss, ne? Krieg ich echt ein Hörnchen? Krieg ich echt ein Horn? Krieg ich sowas von Horn? Jetzt in meinem scheiß Ecke wieder. Will ich doch gar nicht. Wenn man sich wenigstens irgendwie mal bücken könnte oder sowas, weißt du, dass man da was sieht? Nee. Nix. Gar nichts. Alter, guck dir das mal an, was der hier am Speichern ist. Wie ein Wahnsinniger speichert der. Hör die Scheißpieperei auf, ey. Ich verstehe es einfach nicht, ne? Keine Ahnung. Das könnte man auch mal überarbeiten und das mal ein bisschen einfacher machen, wäre vielleicht nicht schlecht. Weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich diesen blöden Anhänger hier ankuppeln soll. Das ging mal einfacher. Wurde da irgendwas geändert? Kann mir das einer in die Kommentare schreiben? Manometer, ey, das ist doch nicht wahr, ey. Da wird's aggressiv. Warte.
Oh, dieses scheiß Gepiep, ey. Dankeschön. Kann ich das von hier irgendwie machen? Geht auch nicht. Und jetzt erzählt mir nicht, weil der LKW nicht gerade davor steht, weil das geht auch so. Man kann diesen Anhänger nicht ankuppeln. Ich habe keine Ahnung wie. Es ist so lächerlich. Legen wir den mal da drauf. Vielleicht funktioniert es dann. Nee, tut's natürlich auch nicht. Wer hätte das kommen sehen? Ja, komm, mach den Scheiß wieder hoch. Es ist so abgrundtief ätzend, ne? Ich renne hier rum wie Falschgeld und der Scheiß-Anhänger geht nicht da dran. Weißt du was? Scheiß drauf. Fahrzeug verkaufen. Leck mich an den Füßen, ey. Ernsthaft, ich hab so keinen Bock mehr, ey. So, warte mal. Zugmaschine, das ist das Ding. Verkaufen. Tschüss. Ja. Was? Ja, halt aufs Maul. Ist mir doch egal. Fahrer nicht zuweisen. Non. Auswählen. Tschüss. Und jetzt weg damit. Ist das Ding jetzt verkauft? Alter. Ach komm. Ich hab keinen Bock mehr. Echt nicht. Ey, da dreh ich durch, ne? Ey, das ist so nervig, dieses Game. Rein hier. EU-Kontrollgerät. Zack, Karte rein. Karte rein. Schnauze halten. Raus hier. Jetzt die Drecksmühle verkaufen. Zugmaschine und tschüss. Ja, soll verkauft werden, weil braucht kein Mensch mehr. Zack, Kofferaufbau. Verkaufen und tschüss. So, dann kaufen wir uns halt was anderes. Ist mir auch egal. So, Kofferaufbau. Natürlich in groß. Kaufe ich mit denen. Duisburg. Jo, danke schön. Gibt mir mal einen Tandem-Anhänger hier. Guck das mal an, ey. Jetzt habe ich so viel Geldverlust gemacht. Und danke für nix, ey. Danke für gar nichts. Dann im Koffer kaufen. Ja, damit ab nach Duisburg. Jo, danke schön und tschüss. So, meine Güte, ey. Es kann doch nicht so schwer sein, so einen scheiß Anhänger anzukuppeln. Ey. Das ist doch nicht wahr, ey. So, Schnauze, ja, weiß ich. Brauchst mir nicht jedes Mal zu erzählen. Danke. Vollgas und ab dafür. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Was hier jetzt? Lenken ist nicht, oder was? Der lenkt natürlich um Welten beschissener, ne? Ja, komm, fahr rückwärts jetzt hier. Diese Pieperei, die macht mich wahnsinnig. So, zack, angekuppelt. So einfach kann es gehen. Herzlichen Glückwunsch, vielen, vielen Dank. Wir haben was geschafft. Ole, ole. So, jetzt Angestellte, brauchen wir wieder 9 für den anderen LKW. Kumail Bar. Wer auch immer das ist, du bist mein Mann. Einstellen, akzeptieren. Du kriegst jetzt
den Fahrer Kumail auswählen. Sehr schön. So, und du kannst nämlich jetzt hier. Achso, ich wollte sagen, was für eine aktuelle Route. Zack, der kriegt jetzt hier den Mist. Hier, komm, kannst du an Leipzig ballern. Ab dafür und tschüss. Ja, bitteschön, dankeschön. Hier, nimm nochmal da die Schweine mit. Zack. Beladen. So, und gib ihm. Komm, hau rein. Kein Bock mehr jetzt hier. So, und wir suchen uns jetzt hier mal eine Route. Es kann echt nicht so schwer sein, ne? Dass man hier so am Rumhasseln ist, um den Anhänger anzukoppeln. Ne? Jetzt fahre ich einen LKW, den ich eigentlich gar nicht fahren wollte. Danke dafür. Frontscheibenwerfer nach München nehme ich. Weil, aus Gründen, gibt Geld. Wir brauchen ja jetzt wieder Geld. Wer hätte das gedacht? Hier auch nochmal, Frontscheibenwerfer nach München. Ja, nimm die, danke. Rein damit. So. Beladen. Und noch mehr, alles nach München. Immer rein damit. Immer rein mit dem ganzen Zeug. Da sehe ich uns. Zack, zack, zack. Beladen, beladen, beladen. Ja. Machen wir voll die Hütten hier. Nee. Hier nochmal München. Alter, was kriegt München Frontscheibenwerfer geliefert, ey? Bis die Schwarte kracht. Ich will ja irgendwann nochmal hier heute loskommen, ey. So, zack. Zack. Komm, einer geht noch. Einer geht noch rein. Also es gehen sicher noch mehr rein, aber ich will jetzt hier den einen noch mitnehmen. Ja, komm, nehmen wir hier. Warte mal, München, Stuttgart. Ja, komm, nehmen wir hier Stuttgart noch mit. Warum nicht? Zack. Beladen. Beladen. Aber die müssen wir zuerst entladen. Müssen wir doch erst nach Stuttgart fahren. Aber ist ja kein Problem. Beladen. Entladen. So, zack. Was haben wir? 60%. Komm. Gib mir noch einen für Stuttgart. Dann lohnt sich das auch. Jawohl, hier. Ölfässer nehmen wir auch noch mit. Warum nicht? Ja, bitte. Dankeschön. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Und entladen in Stuttgart. Zack, zack, zack. Und zack. So, haben wir das auch. Sehr schön. Ja, dann können wir direkt auf Tour gehen. Endlich. Obwohl, beziehungsweise müssen wir jetzt hier erstmal wieder laden. Und dann noch Kraftstoff tanken. Gar kein Problem. Kriegen wir hin. Bin gespannt, ob ich den Anhänger jetzt hier reinkriege. Irgendwie. Naja, wird schon. Ich verstehe halt nicht, warum man diesen blöden Anhänger da jetzt nicht an- oder abkoppeln konnte. Keine Ahnung warum, woran das liegt. Aber gut, wir werden es wohl wahrscheinlich nie erfahren. So, zack, bleib stehen. Ja, ja, scheiß auf das Gepiepe, ist egal. Ach, danke für nix. Reicht das, wenn ich hier aufmache? Ja, ne? Machen wir auf die Hütten. Und nehmen wir an. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und ab dafür, rein damit. Jawohl, sehr schön. So,
So, ist das jetzt da drin? Nö. Ist das hier drin? Okay. Mach mal auf. Wo hat denn die Ware jetzt hingeschmissen? Ja gut, okay, haben wir halt keine Ware drin. Okay. Hä? Ah, ich bin jetzt beladen, oder was? Also ernsthaft, ist es denn ernst? Also offensichtlich ist es drin. Ich habe keine Ahnung. Rein in den LKW. Vor, zurück, vor, zurück. So, Moment, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt gucken wir nochmal nach. Da ist nichts drin. Will das Teil mich rollen? Naja, offensichtlich ist es wohl drin. Also, ja, keine Ahnung. Steht zwar keine Ware hinten drin, scheint dann auch irgendwie wieder ein Bug zu sein. Man weiß es nicht. Tja, ist halt so, ne? Können wir nicht ändern. Was ist das jetzt hier? Achso, Moment. Alter, Yannick ist auch schon gut unterwegs. Der flitzt ja auch durch die Gegend. Alter, wie kann der schon fast in Stuttgart sein? Den habe ich gerade erst losgeschickt. Naja gut, was soll's. Das soll mir jetzt wurscht sein. So, warte mal. Wir haben alles beladen, ne? Ist das hier Stuttgart? Was ist denn jetzt davon meine Tour? Warum soll ich denn jetzt hier im Kreis fahren? Was soll der Quatsch? Rot ist meine Tour. Alter, der hat hier noch gar nichts beladen. Alter, will das Teil mich verarschen? Jetzt mal im Ernst. Ich bin ja noch überhaupt nicht beladen. Ich raff's nicht. Ich versteh's nicht. Dann scheiß hier nochmal auf. Hör mal auf jetzt da, die Hütten. Das ist ja nicht wahr. Ist der ganze Mist da drin, ja? Aha, jetzt sieht's auch gut aus. Wie sieht's hier aus? Hier kann ich jetzt wieder nicht durchrennen, wird er das kommen will. Ist da jetzt auch drin? Aha. Ja, geht doch. Warum ging das gerade nicht? Nee, ey, was ein Stress, ey. Ach, verdammt, ich muss noch zu Tom Oil oder was? Ah, okay, das war dumm. Na egal, dann fahren wir halt noch eben schnell zu Tom Oil. Das war jetzt wirklich dumm, ne? Dass wir jetzt noch zu Tom Oil müssen. Da habe ich nicht beim Beladen nicht aufgepasst. Nee. Naja, egal, was soll's. Fahren wir halt noch eben dahin. Anscheinend geht da noch was rein. LKW sieht zwar für meine Begriffe ein bisschen voll aus, aber hey, oh mein Gott. Was soll das? Und wir fahren mal wieder was anderes.
da jetzt einer kommt oder nicht, ist mir Latte. Und dann müssen wir irgendwo noch tanken. Aber das sollten wir dann auch noch irgendwie schaffen, hoffe ich. Stressig ohne Ende, ne? Ganz ehrlich. Aber man konnte doch vorher auch immer, machst du hinten die Luken auf, fährst du ran, dann gehst du in das Frachtbüro und der hat das beladen. Jetzt nicht mehr, oder was? Das wurde aber in keiner Info irgendwie mal rausgehauen, dass man das jetzt so nicht mehr machen kann. Ey, da ist eine LKW-Einfahrt. Noch schmaler hätte man die nicht machen können, ne? Fahren wir jetzt da hinten nochmal ran, Karne. Oh. Geht das denn jetzt, weil es ging doch mal, dass man nur an dem Anhänger jetzt dann die Dinge jetzt hier aufmachen muss, ne? Die Türen. Geht das denn wenigstens noch? Also ich bin ja schon ewig nicht mehr so einen Anhänger gefahren. Deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen überfragt. Ich wäre ja auch lieber den Kofferaufbau gefahren. Den Sattelauflieger. Aber kann man ja nicht abklemmen. Oder in dem Fall wäre es ja anklemmen gewesen. Funktioniert ja nicht. So, jetzt einmal ran da. Halt, Kamera drehen bitte. Dankeschön. Für das Originelle, ne? Ist das ja mit dem Piepen eigentlich ganz geil, aber auf Dauer geht es einem echt auf den Nerv. Wenn man rückwärts fährt. Komm mit grün. Small. So. Sehr schön. So, jetzt hier rein in das Büro. Zack. Ja, danke schön. Auf die Hütten. So, scheint drin zu sein. Das ist das Schöne daran, ne? Dass das halt viel, viel schneller geht hier mit dem B- und Entladen. So, sind die jetzt da drin? Sind sie nicht? Da wollen die mich. Ey, mal ganz im Ernst, wollen die mich verarschen hier? Jetzt mal im Ernst, wollen die mich rollen? Ich habe Türen aufgemacht. Da machen wir da auch nochmal auf. Ach, guck an, jetzt geht's, oder was? Ey, da sind wieder Änderungen drin. Davon wusste ich noch nichts. Dazu. Also offensichtlich ist der Anhänger dann jetzt doch so weit voll, dass man da nichts dran reinpacken kann. Gut zu wissen. Also das funktioniert schon mal nicht mehr. Dass man nur noch einen aufmacht, sondern man muss wirklich alles aufmachen. Sind wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Das ist doch schon mal was. Danke für alles. So, wir kommen an der Tankstelle vorbei. Das ist sehr gut. Also, Gummi. Bis dahin sollten wir es mal easy schaffen. Stressig, ne? Ganz ehrlich. Also, ne? Wir wissen jetzt, beim Beladen von so einem Anhänger auf jeden Fall alle Türen öffnen. Weil das Gerät sonst irgendwie gar nicht auf sein Leben klarkommt. Hier fahren eh nie LKWs oder so, wollte ich gar nicht gucken. Da sind wir auf jeden Fall schon mal wieder ein Stück schlauer. Keine Ahnung, ob das mal in irgendeinem Video erwähnt worden ist, dass man das jetzt so machen muss. Ich bezweifle das, aber hey.
Und was man auf jeden Fall machen könnte, wäre irgendwo ja, das Vereinfachen, dass man einen Sattelauflieger dran machen oder abmachen kann. Also klar, jeder LKW-Fahrer, der muss da immer irgendwie drunter greifen. Wo ich immer denke, so vollen Respekt, wenn da mal was schief geht, Junge, ist dein Leben beendet, wenn der Anhänger runterkommt. Aber da gibt es ja immer so einen Hebel, wo die den immer halt quasi einrasten. Dass man den irgendwo sichtbar hinmacht oder so, wäre schon ganz nice. Dass man da, ja, wie bei der Kurbel für die Stützfüßchen, da easy drankommt. Wäre ja schon mal hilfreich. Ich meine, ihr habt es gesehen, ne? Ich bin an sämtliche Stellen gegangen und habe den Anhänger dann irgendwo montieren, also dran machen oder abmachen können. Und außer dass das Ding wie ein Wahnsinniger gespeichert hat, ist gar nichts passiert. Naja, was soll's. Fahren wir halt mal wieder einen Koffer aufbauen, ist auch was Feines, ne? Kann man auch mal machen. Mal wieder was anderes. Ladung beschädigt, weil ich eine Bodenwelle überfahre. Ah ja. Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Das lasse ich jetzt einfach mal so wirken. Lächerlich. Naja, was willst du machen, ne? Und warum steht ein Fahrradständer da mitten im Weg auf einem Gehsteig? Ich will schon den ersten Rentner sich da aufs Maul legen, ja. Also ganz ehrlich, wenn so in der Stadt irgendwo jemand so ein Dingens da platzieren würde, ja moin. Da wäre das Amt aber direkt hinterher. Garantiert. Wird das hier auch nochmal grün oder machen wir hier eine Standing Ovation draus? Ich weiß es nicht. Frage für einen Freund. Hallo? Ach, guck an. Ja, wenn du aussteigst, dann Löwe direkt. Guck mal, wie der Anhänger da hinten rumzieht. Ne? Das sieht so unnatürlich aus mittlerweile. Kein Wunder, dass er dich, wenn du neben dem bist, dann trifft, wenn da ab, wenn einer abbiegt. Naja, was soll er, ne? So, wann kommt denn jetzt hier die Tanke? Ich muss jetzt mal tanken. Warte mal, was mich ja mal interessiert ist. Okay, 2500 Kilometer. Wahrscheinlich komme ich mit dem Sprit noch 2500 Kilometer. Ich denke ja nicht. Und schon wieder eine rote Ampel, danke. In 2500 Kilometern müssten wir tanken, laut dieser Anzeige. Also wenn du mit so wenig Sprit noch 2500 Kilometer fahren kannst, dann aber Scheiß auf Elektrofahrzeuge.
Ja, tolle Wurst, ne? Geradeaus darf wieder fahren, links abbiegen natürlich nicht. Ah, ich würde da gerne heute nochmal ankommen an der Tankstelle, danke. Vor allen Dingen die Anzeige, die zeigt mir unten hier noch fast halb voll an, ne? Komm, fahr, Junge. Ja, so viel zum Thema bleiben nicht stehen, ne? Bleib doch nicht stehen, fahr doch weiter. Ich dreh durch, ne? Ich dreh echt durch. Fahrzeuge bleiben nicht mehr stehen. Wofür bremst du? Hier ist kein Verkehr. Du musst nirgendwo bremsen. Mir wurde hier irgendwo eine Tankstelle versprochen. Wo ist das Ding denn jetzt? Man weiß es nicht. Ah, da vorne kommt's. Juhu, ole ole, endlich Tankstelle. Yay! Ich sag mal, grün ist doch schon mal was. Irgendwas Positives muss ja dann doch kommen, ne? Eine grüne Ampel finde ich gut. So, wollen wir mal direkt mal voll machen hier, die Hütten. Vierunddreißig Liter haben wir nur noch. Aha. Damit soll ich 2500 Kilometer weit kommen. Na dann. So. Hier, da ist es voll easy, ne? Geht einfach, kannst du anwählen, fertig. Läuft. So, voll den Mist. Damit wir auch in München ankommen. Die Dinger, die können mehr tragen, also 1200. Ich glaube, die Zugmaschine kann nur 900, glaube ich, ne? Anders. So, sehr schön. Juhu, wir sind abfahrbereit, würde ich sagen. Das gefällt mir doch mal richtig gut jetzt endlich mal. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Würde ich sagen. Ja, da würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Dann gehen wir auf Tour, dann ab nach Stuttgart und München. Dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie das endlich mal auf die Kette kriegen. Und ja, in der Zeit werden die anderen Fahrer ja sicherlich auch schon längst da sein. Dann muss ich denen da wieder neue Touren zuweisen. Das mache ich aber dann offscreen nochmal oder so. Mal schauen, dass die da erstmal weiterfahren, weil wir brauchen jetzt wieder Geld. Ich will trotzdem irgendwann wieder Zugmaschine fahren. Irgendwann muss das ja mal mit diesem Anhänger funktionieren. Schauen wir mal. Kriegen wir irgendwie auch noch mal hin, hoffe ich mal. Und dann ja, geht es in der nächsten Folge gemütlich wieder auf Tour und auf die Autobahn. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren. Natürlich ein Däumchen nach oben da lassen. Vielen, vielen Dank. Und auch gerne ein kostenloses Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.